Damit das Soja noch was aufnimmt von dem geilen Geschmack, der hier in der Mitte ist, also das sollte ich nicht nur mit Wasser vollziehen, sondern auch mit diesem Tomatenmark-Weingemisch. Zack. Mit einer Hand kochen ist halt deutlich schwieriger. Mache ich das direkt hier mit rein. Und dann sieht man direkt, dass die Farbe auch schon annimmt. Wir brauchen nachher noch eine Dose Tomaten, die habe ich jetzt noch nicht rausgeholt, fällt mir ein. Und, ach komm, da können wir noch ein bisschen Wein reinhauen. Komm, machen wir die halbe Flasche leer. Das ist ein bisschen, Fleisch hat natürlich deutlich mehr Geschmack, muss man zugeben, als Soja. Deswegen muss man zugucken, wie man an das Soja wirklich irgendwie einen guten Geschmack bekommt. Also ruhig verschiedene Sachen reinhauen. Letztes Mal war ein bisschen schwierig, den Pfeffer zu raspeln, deswegen habe ich den jetzt hier schon. Salz müsst ihr euch vorstellen.